Ja, hallo und willkommen zu meinem Jubiläumsvideo. Ich bin jetzt seit 10 Jahren auf YouTube. Ich habe also vor 10 Jahren das erste Mal ein Video hochgeladen, und zwar am 8.7.2010. Das Jubiläum habe ich tatsächlich verpasst. Ja, ich habe vor ein paar Tagen noch drüber nachgedacht, was ich vielleicht machen könnte, und ich dachte aber dann so, ach, hast ja noch ein paar Tage Zeit. Und dann kam der 8.7.2020 und dann ging der 8.7.2020 und dann habe ich heute festgestellt, ups, ich hatte Jubiläum und ich habe es verpasst. Ich glaube, außer vielleicht eine Handvoll anderer Personen hat es auch gar keiner mitbekommen und es interessiert wahrscheinlich auch keine Sau, wenn wir mal ehrlich sind. Trotzdem finde ich es eine schöne Idee, eigentlich zu so einem Jubiläum ein Video zu machen, weil so ein bisschen was Besonderes ist ja trotzdem. Also wahrscheinlich mehr für mich als für euch, weil für mich bedeutet das, ich habe jetzt wirklich 10 Jahre das durchgezogen. Durch alle Ups und Downs, durch immensen Zuschauerverlust. Ich habe es einfach weitergemacht. Und ich glaube, da kann man sich vielleicht auch mal ausnahmsweise selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, yay. Weil es halt immer noch trotzdem mir Spaß gemacht hat, Videos aufzunehmen. Und auch wenn für mich sozusagen der richtige Erfolg immer ausgeblieben ist, also ich konnte leider nie wirklich Geld damit machen, was, wenn man mal ehrlich ist, ja eigentlich der Traumjob ist, mit Gaming Geld zu machen. Ich glaube, da muss man auch niemandem irgendwas vormachen. Wenn man halt auf YouTube nicht den Erfolg hatte, dann ist das schade. Also, das gebe ich auch ganz offen zu. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das klappt. Also am Anfang konnte man, also als ich 2010 angefangen habe, gab es die Option noch gar nicht, also die Aussicht hatte ich damals nicht, aber die kam mir dann ein paar Jahre später, ich weiß gar nicht wann. Und dann hat man natürlich schon drüber nachgedacht, so, wäre eigentlich geil, wenn das klappen würde. Aber ich bin auch nicht der Mensch, ich habe jetzt nicht alles dafür getan. Ich bin nicht so der Typ, der halt sehr viel Kooperation mit anderen macht. Ich bin halt der permanente Singleplayer. Ich kann das halt nicht so mit anderen Menschen so gut. Und noch andere Faktoren, die halt da reingespielt haben. Ich habe zum Beispiel auch Sims 2 dann ja aufgehört, obwohl Sims 2 ja mein allererstes Video ist und immer noch die meisten Aufrufe hat. Aber für mich war da halt irgendwann ein Punkt, wo ich sagte, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Und ich konnte dann auch nichts erzwingen, weil ich bin nicht so der Entertainer-Typ, dass ich jetzt irgendein Spiel nehmen kann, was mir schon zum Hals heraushängt und daraus irgendwie noch ein gutes Video machen. Das kann ich halt einfach nicht. Um wirklich an der Stange zu bleiben, musste ich halt Videos machen, die mich wirklich interessieren, mit Spielen, die mich interessieren, die mir Spaß machen. Und deswegen haben wir jetzt halt diese Varietät an ganz vielen Spielen. Sehr viel Survival. Aber ja, Survival ist halt doch so ein bisschen mein Ding. Leider halt eben nicht Sims. Das heißt leider für manche leider, für mich nicht leider, aber es gab halt auch, es gibt in den letzten 10 Jahren, ich habe immer alle paar Monate mal einen Kommentar, machst du noch mal Sims? Und ich muss den halt immer mit Nein beantworten, falls ich ihn überhaupt beantworte. Ja, weil es einfach, es ist nicht meins. Ich hatte Spaß an Sims für eine Weile, aber mehr halt auch einfach nicht. Das ist für mich einfach nur ein Spiel unter ganz vielen Spielen. Und es gibt so viele tolle Spiele. Und das ist halt auch weiterhin mein Ziel, dass ich euch diese tollen Spiele, an denen ich Spaß habe, hier zeige. Und für viele andere ist der Kanal jetzt nicht nur ein Gaming-Kanal, sondern auch, die sind hier wegen meiner Stimme, weil sie die beruhigend finden. Ich weiß sogar, ich habe englische Zuschauer, die mich gar nicht verstehen und das einfach wirklich als ASMR oder sowas benutzen. Habe ich die Abkürzung jetzt richtig? Ich kann mir das nie merken, egal, aber wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall. Ich hatte auch immer mal die Anfragen, mach das doch mal, wäre geil. Für mich hat allerdings, ich kenne den Effekt nicht. Also ich kenne, dass mir Stimmen besser gefallen als andere, dass ich die angenehmer zum Hören finde und mir länger anhören kann als andere Stimmen. Aber ich hatte halt nie dieses, dass es darüber hinausgeht, dass es so angenehm ist, dass es mich wirklich beruhigt oder irgendwie du so ein Kribbeln kriegst oder irgend sowas. Das hatte ich gar nicht und ich finde auch viele ASMR-Videos übelst unangenehm. Also dieses Flüstern, dieses komische Rummachen mit irgendwelchen Sachen, ich finde das. Ich kann das nicht abhaben. Und deswegen kann ich es halt auch nicht selbst machen.
Ja, okay. Wo war ich gerade stehen geblieben, nachdem ich den Anruf rausgebracht habe? ASMR, genau. Also deswegen mache ich das halt nicht, weil es für mich selbst, ich mag die Videos an sich nicht so und es hat für mich auch keinen Effekt. Und ich meine, für mich müsste es ja auch keinen Effekt machen. Ich kann es ja trotzdem produzieren, aber ich wüsste nicht wie. Also was, du musst ja dann auch, also wenn du die ganze Zeit redest, musst du ja irgendwie auch ein Thema haben oder du musst einen Text haben, der aber halt urheberrechtlich nicht geschützt ist. Was machst du also dann die ganze Zeit? Und das war schon mal ein großes Problem. Ich sage, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt mehrere Videos lang irgendwie labern soll, weil ich auch, auch wenn das Video jetzt hier vielleicht gerade auch nur Gelaber ist, wenn ich jetzt nicht irgendwie ein konkretes Thema habe, weiß ich nicht, was ich reden soll die ganze Zeit. Also es gab verschiedene Punkte, warum ich also auch nicht in diese Richtung gegangen bin. Und deswegen, ja, habe ich 10.000 Abonnenten habe ich nie ganz erreicht. Und ich bin nie so richtig erfolgreich geworden auf YouTube, aber erfolgreich genug, wo ich sage, es lohnt sich, das weiterzumachen, weil ich immer noch, weil es noch genug Leute gibt, die Spaß an den Videos haben und mir gern zuhören. Und deswegen mache ich das auch noch so weit, wie es geht. Ich habe natürlich auch immer mal Tage, wo ich null Bock habe und wo ich am liebsten das Handtuch schmeißen möchte. Das schreibe ich selten, aber manchmal kommt das mal auf Twitter auch vor, dass ich mal ein bisschen jammer. Das passiert halt auch, wenn man einfach mal einen schlechten Tag hat, gerade wenn YouTube gerade mal wieder rumspinnt und irgendwas einem irgendwie halt Steine in den Weg legt und so weiter und so fort. Oder mit der Technik halt am Rechner irgendwas nicht so läuft. Und ja, das ist halt Gaming und auch die Aufnahme ist eigentlich ein ziemlich kostspieliges Hobby und ja, das manchmal hat man da halt so einen Durchhänger und sagt, ist es das wirklich alles wert? Aber ich würde mal sagen, solange ich dran Spaß habe, ich muss ja auch nicht jeden Tag aufnehmen, wenn ich keine Lust habe. Und wenn es Leute gibt, denen das halt irgendwas bringt, sei es halt Beruhigung oder Unterhaltung, dann mache ich das auch noch weiter. Und solange ich halt Zeit dafür habe, also könnt froh sein, dass ich immer noch arbeitslos bin. Deswegen habe ich Zeit. Die traurige Realität hinter diesem Kanal, wenn ich einen Job hätte, einen Vollzeitjob, könnte ich das wahrscheinlich nicht machen. Deswegen, ja, gibt es mich noch. Glück im Unglück für meine Zuschauer. Ja, dann, was ich heute eigentlich außer euch ein Ohr ablabern noch machen wollte, ist das allererste Video mir mit euch zusammen nochmal angucken. Das ist jetzt mehr so ein Folter für mich, vielleicht hoffentlich spaßig für euch. Das ist jetzt fast wie so ein Reaction-Video, nur dass ich sowas, also normalerweise sollte man sowas mit einer Webcam machen und nein, ihr werdet niemals ein Webcam-Bild von mir sehen. Ich mache es jetzt ohne. Ja, ich mache es halt jetzt ohne Gesichtsreaktion. Ich werde ab und zu mal was kommentieren, eventuell. Weil sehr, sehr viele Leute gucken sich das tatsächlich immer noch an und ich verstehe nicht so ganz warum. Nostalgie vielleicht, wahrscheinlich. Aber ich finde es halt mittlerweile einfach nicht mehr zeitgemäß von der Qualität her. Also, das sieht man ja jetzt schon. Video- und Tonqualität ist halt unterirdisch. Ich konnte es damals nicht anders machen und das ist ja auch okay für damals. Mittlerweile finde ich das aber gruselig. Und natürlich, das war das erste Video. Ich war super aufgeregt. Ich war nicht gewohnt, in ein Mikro zu reden die ganze Zeit. Und dementsprechend hört es natürlich auch an. Also ich höre den Unterschied vielleicht mehr als ihr, aber für mich ist das extrem bewusst, wie schwer es mir damals noch gefallen ist, so ein Video zu machen. Im Gegensatz zu heute, wo es fast natürlich ist, für mich auf Aufnahme zu drücken und loszulabern. Ja, und deswegen gucken, es ist für mich jetzt halt so ein bisschen nicht fremdschämen, schämen, schämen, würde ich mich selbst schämen, wenn ich mich jetzt angucke. Aber okay, wir ziehen das jetzt durch und hier seht ihr es nochmal am 8.7.2010 habe ich es hochgeladen. Das war mein allererstes Video. Let's Play Sims 2 für Jahreszeiten Part 1. Und das Ding hat schon über 200.000 Aufrufe und ist damit auch mein beliebtes Video. Ich glaube, es gibt keins mit mehr Aufrufen. Hat auch 37 Likes und nur 67 Dislikes. Es hat auch die meisten Dislikes und Likes, glaube ich, von allen Videos, die ich so habe. Allein, weil es halt so oft aufgerufen wurde. Ja, ich drücke mal auf Play.
Willkommen bei Let's Play Sims 2 vier Jahreszeiten. Wir haben hier verschiedene Nachbarschaften zur Auswahl. Die sind schon vom... Also das erste Mal dieses Hintergrundrauschen. Ne? Mittlerweile weiß ich, wie man Hintergrundrauschen ein bisschen rausfiltert. Und man hat ja auch rauschunterdrückenden Mikros. Wobei, ich glaube, ich hatte damit eigentlich schon ein ziemlich gutes Headset, aber ich glaube, halt keine gute Aufnahmesoftware. Ich habe es halt mit dieser kostenlosen... War das Fraps damals, glaube ich, gemacht? Und auch die Audiospur genommen und halt auch die Audiospur nicht bearbeitet und sowas. Das mache ich jetzt alles. Den Unterschied merkt man extrem. Das krasse Rauschen, dass man mich überhaupt versteht. Okay, Nachbarschaft auswählen. Spiel angelegt worden, aber ich habe eine eigene Nachbarschaft erstellt, in der ich jetzt mit euch spielen möchte. Hier habe ich auch schon drei Familien. Die Familie Hayden, die Familie Beckett und die Familie Graham. Mhm. Aber mit denen spiele ich jetzt nicht weiter, sondern die dienen einfach... Ja, die hängen da nur so rum, die drei. Hayden... Und Graham, da kann man dran erkennen, dass ich Gilmore Girls Fan bin. Ja, mal gucken, wer diesen Zusammenhang erkannt hat. Einfach nur als Nachbarn. Wir beginnen mit einem ganz neuen Sim. Deswegen gehen wir jetzt auf Familie erstellen. Oh Gott, diese Musik. Ach so, ich krieg ich dieses Video. Ich habe mich schon mal entschieden, dass ich einen weiblichen Charakter machen möchte. Ja, mach einen weiblichen Charakter. Ich drehe dich gerade mal ein bisschen runter. Alte Elorie, eine junge Elorie. Nee, ich muss Pause machen, ich kann nicht über mich selbst drüber reden. Was wollte ich jetzt sagen dazu? Und jetzt habe ich es wieder vergessen. Okay, wir machen weiter. Sim alleine spiele ein bisschen und vielleicht später dann noch einen. Ach so, ich muss ein bisschen aufpassen, weil wegen der Musik jetzt. Also bei dem Video wurde die Musik nicht geclaimed, deswegen hoffe ich, dass die jetzt auch nicht geclaimed wird, aber es kann gut sein. Dann werde ich das Jubiläumsvideo einfach nicht monetarisieren. Also wenn ihr da Werbung seht, dann ist es wahrscheinlich dann für EA oder nee, ich weiß nicht, wer die Musikrechte hat, der wird dann wahrscheinlich irgendeine obskure Firma, die sich das wieder abgreift. Man kennt das ja. Das ist auch so ein Grund. Ich habe ja dann später, warum es auch mit Sims teilweise nervig war, weil du halt die Musik immer ausstellen musstest, weil du sonst die Content-Claims bekommen hast. Das ist alles, ja. Charakter ja, zu weiter. Und versuche, die zu verkuppeln. Mit denen wir noch heiraten können und Kinder kriegen können. Und vielleicht, wenn sie ein bisschen mehr verdienen, auch irgendwie ein größeres Haus ziehen oder zumindest das Haus ein bisschen ausbauen. Aber ich weiß noch nicht, wie das so laufen wird, weil normalerweise benutze ich einen Cheat, dass ich genügend Geld zur Verfügung habe und den lasse ich diesmal weg. Das heißt, ich habe nicht so viel Geld und ich hoffe, dass ich die Familie nicht dann gleich in den Ruin treiben werde. Das war ja auch sowas, ne? Okay, aber jetzt erstmal zum Sim erstellen. Wir brauchen einen Familiennamen. Dass ich es gewagt habe, und dann versucht habe, ohne Cheats zu spielen und dann jeder zweite Kommentar, Motherload kannst du benutzen, dann kriegst du mehr Geld. Ach was, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh ja, und diese Grafikfehler. Die habe ich am Anfang nie realisiert. Ich weiß nicht, ob die jetzt später sichtbar wurden oder was das Problem war. Aber ich hatte diese Grafikfehler in Sims, das blitzt ab und zu mal so auf. Die hatte ich dann später auch, als ich nochmal aufnehmen wollte. Und deswegen habe ich es auch gelassen, weil mir es zu blöd war. Weil ich einfach nicht die ganzen, weißt du, die Soundprobleme, also wegen Content Claims, die Grafikprobleme, die ich bei dem Spiel hatte. Alles auch Gründe, warum ich Sims 2 nie wieder aufgenommen habe hinterher. Den passe ich jetzt auch nur minimal an, weil ich mag den an sich eigentlich schon schön. Wie Sophie-Farbe. Alles, was hier Grinz. So eine kleine Blume rechts oben hat, sind Gegenstände, Frisuren, Kleider etc., die ich aus dem Internet runtergeladen habe. Die sind also standardmäßig nicht bei Sims 2 vier Jahreszeiten mit dabei. Immer fleißig Sachen geladen. Und nein, was ich habe die Downloads-Ordner nicht bei mehr. Bei Jahreszeit zumindest sind diese Sachen hier. Und hier geht's dann los mit den Sachen, die bei Sims 2, dem Grundspiel, drin sind. Ups, jetzt habe ich wieder komplett den Ton weggenommen. Ich wollte, ich hätte hier gerne so eine Vorspuloption, aber ich muss jetzt echt die vollen 9 Minuten durchleiden. Übrigens 9 Minuten, also weil ich musste immer gucken, dass es nicht mehr als 10 Minuten sind, weil man früher nicht mehr als 10 Minuten hochladen durfte. Dann haben sie es, glaube ich, erweitert auf 15 und irgendwann auf unendlich. Den Mund ein bisschen, die Mundwinkel nach oben, sonst guckt sie so böse. Make-up, es gibt dunkleres und helleres. Ich nehme mal so ein bisschen was. Ja, dachte ich mir, dass ich sowas nehme. Helleres vielleicht? Das ist aber nicht heller, das ist eher dunkler, das wäre ja heller. Kräftige Wimpern und aber ich finde, es geht sogar. Ich habe mir das wirklich nie wieder angeguckt, ne? Also. Es gibt auch so grüne oder Typ Kiel.
seit 10 Jahren habe ich mir das nicht mehr angeguckt. Ich bin höchstens mal auf die Seite von dem Video hier, um was mit den Kommentaren irgendwas machen zu müssen. Weil man früher das Dashboard auch nicht hatte bei YouTube. Und wenn ich irgendwas Kommentare beantworten wollte oder sonst irgendwas, musste ich halt hier auf die Seite gehen. Dann habe ich immer so erst ein paar Sekunden von dem Video gehört. Aber ansonsten, ich habe mir das, also komplett angesehen, habe ich mir das seit der Aufnahme nie wieder. Ja. Warte, ich mache den Ton ein bisschen lauter. Auch welche, die gehen so an der Seite runter. Ich denke, ich bleibe bei dem sehr dezenten. Und natürlich noch eine andere Lippenstiftfarbe. Dann können wir hier eigenes Make-up, also das ist so ganz Gesichts-Make-up. Ich frage mich gerade, ob ich das geschafft hätte, die Sophie nochmal zu rekonstruieren. Also wenn man mir jetzt gesagt hätte, mach nochmal die Sophie-Farbe, ohne dass ich mir vorher das Video angeguckt habe. Ich glaube, das hätte ich nicht hingekriegt. Ich glaube, ich hätte die Grundform und die Haare noch hingekriegt. Hätte ich die zur Verfügung gehabt, also das Make-up. Und ich wusste auch nicht mehr, dass sie graue Augen hatte. So, die Kleider, ne? Erkläre ich auch mal wieder gerade im Hintergrund, dass ich... Sachen runterladen. Mhm. Stundenlang Sachen runterladen. Und hab dann die Qual der Wahl. Also das hier geht's los mit den Standardkleidern von Sims 4 Jahreszeiten und alles davor. Hier, wieder gesagt, mit der Blume rechts oben habe ich runtergeladen. Und ich betone nochmal, ich habe die Downloads-Ordner nicht mehr, sorry. Und ich nehme jetzt mal das. Und ich glaube, die Sachen kriegt man teilweise tatsächlich nicht mehr im Internet. Ich finde das immer sehr sexy. Wir brauchen auch noch Abendkleidung. Das habe ich so schon wieder gemacht. Party geben oder auf eine Hochzeit gehen. Für manche Zuschauer, gerade so die männlichen Zuschauer, war es ja fast ein bisschen zu sexy. Die haben das sofort so in Richtung Prostituierte abgestempelt. Warum? Hier, weil sie einen kurzen Rock und lange Strümpfe trägt. Ist das nicht auch so ein bisschen, also mit den Kniestrümpfen? Und dann muss ich die halt gerade gegen das Abendkleid tauschen. Ist es mit den Kniestrümpfen nicht eigentlich auch so ein bisschen dieses Schoolgirl-Look? Naja. Aber ich hoffe, wenn ich mal heirate, dass ich auch so ein schönes Kleid haben werde. Das ist die Oma-Variante. Damals dachte ich noch, dass ich in so einem Kleid heiraten werde. Interessant, wie sich die Ideen da ändern. Dann brauchst du auch noch einen Schlafanzug. Also wenn ich mal heirate, will ich tatsächlich vielleicht was Hübsches anziehen, auch wenn ich es nur standesamtlich machen werde. Aber ich glaube, bin ich jetzt wirklich ein Hochzeitskleid. Mit Häschen drauf. Häschen! Das ist immer gut, ja. Manche Geschmack ändert sich halt doch nicht so krass nur in 10 Jahren. Häschen-Pantoffeln würde ich jetzt auch noch nehmen. Was hatte ich denn? Wir werden am Anfang nur also das, auf einem Gemeinschaftsgrundstück... das Grundoutfit, das Abendoutfit hätte ich jetzt auch noch gewusst. Ich weiß nicht, was ich als Badekleidung genommen habe. Wenn sie dann einladen, dann kann sie baden gehen, ansonsten erstmal nicht, weil... Um einen Pool zu bauen, brauchen wir, denke ich, zu viel Geld, das wir nicht haben. Ja, ja. Das habe ich sehr gut erkannt. Okay. Nehme ich mal das und dann als vorletztes... Was habe ich jetzt genommen? Das Schwarz? Den schwarzen Badeanzug? Ach, tatsächlich. Interessant, das hätte ich jetzt was anderes. Heutzutage hätte ich jetzt einen anderen Badeanzug gewählt, einen bunteren. Noch die Outdoor-Kleidung. Die Sport war okay. Also Herbst, Winter fangen die das ist ja ganz schön schnell gemacht. Umzuziehen, wenn sie nach draußen gehen. Na gut, ich hatte auch nur 10 Minuten Zeit, den Sim zu erstellen. Mach das mal heutzutage. In 10 Minuten einen Sim erstellen, dass er noch gut aussieht. Ist gar nicht so einfach. Okay. Und gleich geht's los. Ach so, nee, wir müssen das noch machen. Mit der Kleiderauswahl fertig und jetzt brauchen wir nur noch zum einen ein Lebensziel oder was das Lebensziel beeinflusst und die Wünsche beeinflusst, ist hier diese Laufbahnauswahl. Da gibt es Familie, Romantik, Wissen, Ruf und Ruhm. Was habe ich genommen? Familie bei ihr? Und weil ich mit Romantik schon mal einen Sim ganz schön in den Sand gesetzt habe, einfach nicht hingekriegt habe, ihm genug Liebespartner zu geben, werde ich jetzt mal für das letzte Mal. Elori war kein guter Pimp, alles klar. Wissen nehmen. Ach, Wissen habe ich, okay, das habe ich jetzt nicht mehr gewusst. Okay. Und dann brauchen wir noch eine Persönlichkeit nicht mehr gewusst. Das wird über Sternzeichen bestimmt. Kann man auch noch ein bisschen was selbst verändern. Und verspielen. Aber ich lasse das jetzt so. Und ja,
in sich ausgespielt hat, können wir noch An- und Abtörner bestimmen. Das betrifft die Partnerwahl später. Zu wem sie sich halt mehr hingezogen fühlt. Wenn ich zum Beispiel jetzt Bart nehme und jemanden Bart hat, findet sie ihn gleich natürlich besser als jemanden ohne Bart. Und spaßeshalber nehmen wir jetzt einfach mal noch Unterwäsche. Unterwäsche besonders. Und das habe ich mir auch abgewöhnt. Nachdem bei meinen Minecraft-Videos alle damit unsere Sophie sich permanent fertig. Beschwert haben oder lustig gemacht haben, dass ich halt CH, SCH wie CH ausspreche. Aufgrund des Dialektes hier. Das habe ich mir mühsam abtrainiert. Manchmal kommt es nochmal durch, aber das ja, habe ich tatsächlich gemacht. Als nächstes müssen wir in der Nachbarschaft ein kleines Grundstück mit Haus bauen oder. Soll man die Nachbarschaftsnamen, dieses Bloomsburg, habe ich auch nie geändert, oder? Nehmen. Wie lame. In dem sie dann auch wohnen kann. Voll unprofessionell. Und dann im nächsten Video weiter. Was? Nächstes Video? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Wow, okay. Das ging jetzt schneller als gedacht. Gut, das waren schon die 9 Minuten. Ja, das ist ja voll der Cliffhanger. Jetzt will ich hier Part 2 sehen. Okay, das war gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ich habe mir nicht ganz so sehr einen abgestammelt. Und nicht ganz so langsam geredet, wie ich das irgendwie so in Erinnerung hatte. Ich glaube, es sind echt immer nur so die ersten paar Sekunden, wenn ich das anmoderiere. Deswegen ist es gut, ich habe halt mittlerweile wirklich meine Standard-Anmoderation mit Ja, hallo und willkommen zurück. Und dann musst du nur noch den Spielnamen, Spieltitel nennen. Und dann bist du sofort drin, ohne dass du groß nachdenken musst. Das ist übrigens sehr hilfreich. Aber ich finde, für ein erstes Video, so schlimm ist es doch gar nicht. Es hat also seine Drogen vielleicht sogar verdient. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke, dass ihr die letzten, nicht, ihr seid, die meisten von euch sind nicht die letzten 10 Jahre auch da geblieben, aber es gibt einige, von denen ich weiß, dass die schon sehr, 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 sehr lange dabei sind. Und auch wenn ihr noch gar nicht so lange dabei seid, dass ihr da seid, ist toll, weil deswegen kann ich das immer noch weitermachen. Und deswegen danke an euch. Danke an mich selbst für die letzten 10 Jahre. Ach ja. Ich habe es so lange durchgehalten. Dann bin ich so gerade dezent zu Tode erschreckt, weil hinter mir die Tür aufgegangen ist. Einfach so. Die Türen halten hier nicht besonders gut zu. Ist einfach aufgegangen. Hallo, willkommen zu dem nächsten Horror-Let's Play. Nein, danke. Ja, was sollte ich eigentlich noch sagen? Das sind 10 Jahre Ellorie auf YouTube. Sehr viel Survival, am Anfang Sims, danach übrigens Drakensang. Thief gab's, noch mehr Survival, Minecraft, einiges zu Minecraft habe ich immer gemacht auch. Ja, und für alle, die es nicht wissen, momentan mache ich Subnautica, Below Zero, zweiter Teil von Subnautica. Und ich mache meine Kurzgezockt-Reihe, wo ich einfach verschiedene Spiele anspiele. Und so meinen ersten Eindruck dazu, Kultur. Und falls ihr schon immer mal wissen wolltet, woher der Name Ellorie kommt, habe ich übrigens einen Ausflug in die Namenkunde gemacht. Dazu gibt es auch ein Video seit kurzem. Das hätte man auch so als 10-jähriges Jubiläumsvideo nehmen können, aber ich glaube, es wäre zu langweilig gewesen, oder? Auf jeden Fall, das war mein sehr spontanes Special jetzt mit Verspätung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran und wenn ihr mögt, hören wir uns dann in einem meiner neuen Videos in die nächsten 10 Jahre. In 10 Jahren bin ich fast 50. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.